Folge. Und zwar heute spielen wir Die Laufende Tote, Division 1, Kapitel 4. Und ja, wie ihr seht, befinden wir uns bei Lee seinen eigenen Laden. Und bin mal gespannt, wie die Geschichte weiterläuft. Ja, können wir damit schon anfangen. Mal sehen, was gibt es da noch zu finden? Hier ist ja noch der Larry und hier ist die Lili. Wir gehen noch mal kurz zu deinem Büro. Mal gespannt, was dort uns erwartet. Okay, wir brauchen dieses Zander oder irgendetwas, in dem man die Schlösser aufmachen kann. Mal sehen, ob wir die hier finden. Da ist ein Akt. Da kann man die Tür reinschleichen. Oder kaputt machen, sozusagen. Okay, das sieht nicht gut aus. Ey, wir haben doch einen Akt, wir können doch wieder zurückgehen, gut. Da brauchen wir doch keine Zanne. Gut, Leute, auf uns erwartet dort die Abenteuer. Naja. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ja, können wir schon damit anfangen. Let's have a look around. Okay. Gut, Leute, bin ich schon da? Okay, wir mussten diese Schlösser kaputt klappen. Dann geht das halt nicht anders. Okay. Awesome. Now to distract those things. Carefully. Zum Glück haben die Zombies sozusagen nicht gehört. Jetzt können wir dir nochmal die Ziegelsteine aufheben. I can't reach that brick. Ach, Alter. Obwohl das Schloss auf ist, Alter. Dein Ernst, Lee. Okay, wir können die Ziegelsteine aufheben. So, Maji, wohin sollen wir damit werfen? Man kann hier nur umschauen. Man kann entweder hier die Ziegelsteine werfen. Wo kann man das dort noch? Oder hier. Ich glaube, man kann nur auf dem Fernseher laden. Okay, Leute. Bin mal gespannt, wie das wirken wird. Ob das hilft, weiß ich auch nicht. Hoffe ich mir auch. Okay, wir müssen weiter, Leute. Okay, wir müssen zu seinem Bruder gehen. Be careful. Keep an eye out, will you? Okay. Okay, dein Bruder. If you were there, you would have died for them. So, yeah, I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Es tut mir leid, dass ich hier war. Ich hätte nicht gehen sollen. Ja. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them, that helped. Okay. Du musst deinen Bruder umdrehen. Es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Nein, geht leider nicht. Wir müssen umdrehen. Okay, wir waren gespannt. Okay. Okay, das ist schon gruselig. Oh,
Okay, das letzte Mal. Okay. Heftig, Leute. Ich sag einfach, es ist einfach heftig, deine eigene Familie umzubringen. There we go. Holy crap! Run! Oh, Scheiße. Warum ruft er die Zombies, Alter? Was hat man denn davon? Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Ja, das ist das Wichtigste. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Okay, wir müssen jetzt zum Apotheke. Okay, wir sind mal gespannt. We gotta hurry. Durch die Alarmanlage können ganz viele Zombies die Toten zu erwecken, aber das sieht nicht gut aus, gar nicht gut aus. Zumindest bei diesem Laden, wo ganz viele Leute drinstecken. Jetzt müssen wir was dagegen tun, sonst sind wir richtig gefickt, das sag ich schon. Okay, away from the windows. Oh, da war es schwierig. Okay, wir müssen was dagegen tun. We don't make it through this. You should know that. I think you're a great guy. Alte Klappe dort, wir überstehen ja, ja, wir müssen das überstehen. We will make it through this. Doug, we don't make it through this. You should know. Oh, I should know what? Huh? I said I should know. Shit! Oh, are you sure? Oh, shit! Oh, shit! Okay, then. Kimitai, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? It's okay. Kimitai, did you find anything? Nothing! Wait! Arena was screwed! Go! I found something! Retten, Alter. Ich schäme mal den Dodge. Weil die hat eine Waffe, aber er hat keine. Ich muss ihm helfen. Holy. Carly, you gotta move. Da
Das sieht übel aus. Mit abhauen. Somebody else get eaten today. Especially a good friend. Ja. Leo, ich echt am Ruhe so, was ihr wissen. Sorry für das Beleidigung. Ein Karamell, also kein Alkohol, ja? Also ich trinke ganz normal Karamell. Ich trinke eigentlich kein Alkohol, seht ihr? Ein ganz normaler Schüler und ja. Bin mal gespannt, was auf uns erwartet. Schon gruselig. Okay, wir müssen erstmal erkunden, was ab uns erwartet. Ich gehe mir mal zum Leichter nochmal. Hey, Glenn. Glenn, ja. Atlanta, Stage 9 Catastrophe. Augusta, Stage 9. I think I need to go. To Atlanta? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Ich glaube, es ist die falsche Entscheidung. Du musst tun, was du tun musst. Finde deine Freunde. Wisst ihr, Leute, wenn deine Freunde in Schwierigkeiten befinden, dann muss man irgendwie helfen. Wisst ihr, egal was auch immer es ist. Freunde sind Freunde und bleiben auch dabei. Ich würde einen Tipp geben, finde deine Freunde, ja. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Ja, that was schlimm. Just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Ja, Leute, so ist halt im Leben. Okay, weil jemand auf uns auch nichts erwartet. Gut. Wer ist denn das? Hey, Kid. Larry. Ich meinte, Kenny. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Okay, my dear, what gibt's da noch? Dude, Dodge. How you doing, Doc? Doug? We couldn't save her, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. It's dumb. But, I mean, it's probably just that survival thing. I really liked her. Sie möchte dich auch. Tut mir leid, okay.
Wollte ich nicht. I'm sorry, Doug. It's okay. Thanks, though. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. Hab ich nie, ich dachte, als ob du Hilfe brauchst. Ich wollte euch beide helfen, ja, leider. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. Mit so einer Sache wird hier bei so einer Situation echt kompliziert, irgendjemand zu retten. Okay, da redet ja Duck. It's all like pow, pow, pow. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, da tut mir leid, ich meine Walkie-Talkie, ja und? Ja, es sind Walkie-Talkies. It's just a walkie-talkie. It probably wasn't much use to begin with. It wasn't just a walkie-talkie. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. So. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Okay. Oh man, Clementine, another thing. Go to Larry. What do you want? You like my daughter? It's called it's good. She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step out of line once, and so will everyone else. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Well, yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Alles klar. Alle Lichter sind aus. Oh, Projekt im Volk, bin mal gespannt. Nicht mal bei The Walking Dead. Die laufende Tote. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. Hey, I owe you a lot more than a half-eaten candy bar. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy! I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked us! Now we're gonna take what we want! Too many of them! Side against him. This isn't happening. No more, please. No more, please. Please, please. Ah!
Sorry, ich bin irgendwie witzig. Okay, Mai Jie, Aufrichtigkeit, wen musst du retten? Loyalität, Gnade, wen musst du retten? Der Herrscher angelogen, 30% die Wahrheit gesagt. Dank oder Charme, du und irgendwie haben die Charme gewählt, okay. Auf Kenny Seite, ja, wirklich, okay, das ist schon nicht so toll. Gnade, oder? Ach so, Gnade, Irene, die Waffe gegeben. 50% der Spieler Waffe gegeben, okay, ich wusste ja gar nicht, dass nicht jeder gegeben hat. Dauch oder Kali, okay. Okay, dann muss ich auch nicht. Ja, eigentlich hat sie recht, weil Kali hat mehr für uns getan als Dark, als mal der Dauch. Ja, was soll ich sagen, weil ich dachte, Kali hat irgendwie eine Waffe und ich dachte, er hat noch einen Patron, aber da wurde mir klar, dass die Tasche deshalb gerade, weil die Patrone dafür braucht. Und der Dark hat ja leider keine Waffe. Und deshalb wollte er auch Hilfe. Und ja, ist halt passiert, wie hier. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch das Game gefallen. Ja, das war das schon, die Part 4. Bin mal gespannt, wie das als nächste wird. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, vergesst endlich zu abonnieren. Was etwas ist, schreibt mir bitte dann in die Kommentare, was ich noch verbessern soll. Ja, das Spiel hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, dass es nicht so viel gegeben hat, weil ich wusste ja gar nicht, dass hier der Part zu Ende geht. Jo, dann bedanke ich euch, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.